Es ist die Frage einer politischen Kultur. Wollen wir es zulassen, dass interne Auseinandersetzungen aus irgendeinem Land in Deutschland ausgetragen werden? Und es gibt keinen zweiten Fall dieser Art. Es gibt keine Exil-Inder, die hier Veranstaltungen machen zugunsten der Errichtung einer Diktatur in Indien. Keine Exil-Spanier, die sich so benehmen, oder Exil-Dänen. Sie haben Millionen von Migranten, von Ausländern, die in Deutschland leben. Der einzige Fall, wo eine Gruppe Sonderrechte für sich fordert, sind die Türken. Wenn irgendetwas nicht passt, sind wir Nazis, ja, sind wir Faschisten. Faschisten, Rechtsradikale. Das ist ein Problem. Nein, das ist kein Problem. Das ist ein Problem für die Türken, die etwas aus ihrer Gegenwart in die deutsche Vergangenheit projizieren. Das ist schlichte Erpressung. Das ist schlichte Erpressung. Und irgendwie zieht auch die Nazi-Keule nicht mehr. Ich glaube, die hat sich abgenutzt. Der Skandal ist nicht, dass die es machen. Der Skandal ist, dass wir uns bieten lassen. Eins um andere Mal. Es ist doch ein paar Wochen oder ein paar Monate her, da durften deutsche Abgeordnete, nicht deutsche Soldaten, auf einem NATO-Stützpunkt der Türkei besuchen. Und da hat die Kanzlerin und ein paar andere haben so lange gebettelt, bis sie doch durften. Ein NATO-Stützpunkt. Der auch, da ist auch Geld geflossen. Da ist auch schwer Geld geflossen. Übrigens, apropos Geld. Ich habe mir das extra rauskopiert. Wussten Sie übrigens, dass von 2007 bis 2013 4,8 Milliarden Euro von der EU, das sind 700 Millionen pro Jahr, an die Türkei geflossen sind? Und wissen Sie wofür? Zu welchem Zweck? Ich weiß es nicht. Gut, dann sage ich es Ihnen. Sie werden gleich staunen. Zur Förderung von Demokratie, Zivilgesellschaft und Rechtsstaatlichkeit. Das passt doch in die Zeit, oder? Das passt in die Zeit. Das ist doch eine gute Pointe. Wir finanzieren die Türkei mit 700 Millionen Euro jährlich für die Förderung von Demokratie, Zivilgesellschaft und Rechtsstaatlichkeit. Und was machen Sie daraus? Eine Diktatur.